Ist der Klimawandel vom Menschen verursacht? Das Klimagespräch mit Anton und Beate, Folge 3. In dieser letzten Folge geht es unter anderem um Meeresversauerung, Klimavergangenheit, Treibhauseffekt und Klimamodelle. Anton und Beate haben sich zum dritten Mal getroffen, um ihr Klimagespräch bei schönem Wetter im Garten fortzusetzen. Du sagtest das letzte Mal, Meeresversauerung und Korallensterben durch zu viel CO2 seien sachlicher Unsinn. Genau so ist es, Anton. Die Ozeane enthalten aktuell 45 Mal mehr CO2 als die Luft. Meerwasser ist außerdem deutlich basisch, also das Gegenteil von sauer. Die Ozeane können auch durch das Verfeuern aller Kohle niemals sauer werden. In der Erdvergangenheit war der CO2-Gehalt der Luft schon 17 Mal höher als heute. Über Schäden in den von Leben nur so wimmelnden Urzeitozeanen ist überhaupt nichts bekannt. Korallen kennt man schon seit mindestens 400 Millionen Jahren. Die fast unglaubliche Anpassung von Pflanzen und Tieren an die sich verändernde Umweltbedingungen wird gerne vergessen. Okay, Beate, aber die Erderwärmung durch CO2 ist doch Fakt. Man befürchtet eine gefährliche Überhitzung. Naja, also lass uns erst einmal die Klimavergangenheit anschauen. Die lehrt uns nämlich wirklich Wichtiges. Hier auf dieser Grafik siehst du die Erdtemperatur blau und den CO2-Gehalt der Luft grün bis 500 Millionen Jahre zurück. Die Kurven sind natürlich Mittelwerte über viele Millionen Jahre. Schwankungen über kürzere Zeiten kann man nicht auflösen. Du erkennst lange Eiszeitalter und Warmzeitalter. Eiszeitalter definiert die Wissenschaft als zwei gleichzeitig vereiste Erdpole. Sie sind von den viel kürzeren Eiszeiten zu unterscheiden, die wir noch kennenlernen werden. Wir, also ganz rechts auf der Grafik, leben in der Warmzeit eines Eiszeitalters. Du erkennst, dass CO2 und Erdtemperatur nicht zusammenpassen. Vor 450 Millionen Jahren war die Erde ein Eisball und das CO2 zehnmal so hoch wie heute. Vor 250 Millionen Jahren war es umgekehrt. Ab 150 Millionen Jahren laufen Temperatur und CO2 auseinander. Heute ist der CO2-Gehalt minimal und es ist trotzdem angenehm warm. CO2 hat also keinen erkennbaren Einfluss auf die mittlere Erdtemperatur. Sehr spannend. Und was sieht man in jüngeren Zeiten? Hier auf dieser Grafik siehst du die Temperatur und den CO2-Gehalt der Antarktis bis 400.000 Jahre zurück. Auffallend ist jetzt der 100.000-Jahre-Zyklus von Warmzeiten und Eiszeiten. Der Verlauf der CO2-Konzentration unten grün deckt sich perfekt mit der Temperaturkurve oben blau. Moment mal, Beate. Gerade eben hast du doch gesagt, zwischen CO2 und Erdtemperatur gäbe es keinen Zusammenhang. CO2 hat keinen erkennbaren Einfluss auf die Erdtemperatur. Umgekehrt aber haben wechselnde Temperaturen einen Einfluss auf das CO2. Er ist klein. Fachstudien haben den auffälligen Gleichlauf unter die Lupe genommen. Und es hat sich gezeigt, dass das CO2 der Temperatur um etwa 800 Jahre hinterherhinkt. 800 Jahre braucht ein Weltmeer, um sich umzuwälzen. Warmes Meerwasser gast CO2 aus, kaltes Meerwasser absorbiert es. Das ist alles. Okay, habe ich verstanden. Und hier ganz rechts sind also unsere letzten 10.000 Jahre. Schön warm und wenig Temperaturschwankungen. Aber die Zukunft, beängstigend. Ja, Anton, in der kommenden Eiszeit müssen wir uns warm anziehen. Den 100.000-Jahre-Zyklus gibt es schon seit knapp einer Million Jahre. Wenig wahrscheinlich, dass der ausgerechnet jetzt abbricht. Die berühmten Felsmalereien der französischen Lascaux-Höhlen zeigen, woran die Europäer bei dieser Kälte dachten. An Fleisch als Nahrung. Kanada, Nordeuropa und Sibirien waren unbewohnbar. Die skandinavischen Gletscher reichten bis Norddeutschland. Puh, nur warm anziehen ist dann wohl zu wenig. Ja, stimmt, da hast du recht. Und hier, Anton, die Temperatur der Nordhemisphäre der letzten 11.000 Jahre. Vor 4.500 und 6.500 Jahren war es deutlich wärmer als heute. Die ersten Hochkulturen der Menschheit an Nil und Euphrat entstanden vor 4.500 Jahren. Warmzeiten waren immer kulturelle Höhepunkte, Kaltzeiten umgekehrt stets, Missernten, Hungersnöte und Seuchen. Das kann man nicht genug betonen. Woher stammen eigentlich die ganzen Vergangenheitsdaten? Die kommen aus Isotopenanalysen von Baumringen, Eisbohrkernen, Stalagmiten, organischen Relikten und Sedimenten. Das sind sehr aufwendige Verfahren.
Und hier eine Grafik zu den Thermometertemperaturen der letzten 350 Jahre aus Mittelengland. Ihre Absolutwerte und ihre Änderungsgeschwindigkeiten sind gemessen an der Klimavergangenheit langweilig normal. Seit 18 Jahren fallen die Temperaturen dieser Reihe wieder, im Gegensatz zu den global steigenden CO2-Werten. Wir genießen heute eine Wärme vergleichbar dem mittelalterlichen und römischen Klimaoptimum. So vor 110.000 bis 23.000 Jahren kamen fast unvorstellbare Temperatursprünge in sehr kurzer Zeit vor. Sie heißen nach ihren Entdeckern Dansgaard-Oeschger-Ereignisse. Hier ein Beispiel. 10 Grad Celsius in nur 200 Jahren. Und was lehrt uns nun die Klimavergangenheit? Das berühmte Rasiermesser des Philosophen William Ockham als Grundparadigma der modernen Naturwissenschaft liefert uns die Antwort. Zur Erklärung eines Naturphänomens soll das bekannt Nächstliegende dienen. Und nur wenn zwingend eine andere Erklärung nötig ist, sind neue Hypothesen zu erwägen. Das Rasiermesser schneidet alle überflüssigen Hypothesen ab. Nimm Spukerscheinungen, die erklärt man heute natürlich. Mit bösen Geistern, wie im Mittelalter, macht man sich lächerlich. Und was heißt das jetzt für unser Thema? Die jüngste Erwärmung bewegt sich im bekannten Bereich der Klimavergangenheit. Und man kann bis heute noch nicht nachweisen, dass der Mensch einen maßgeblichen Einfluss auf Erdtemperaturen ausübt. Ergo ist nach Ockham von einer natürlichen Ursache der jüngsten globalen Erwärmung auszugehen. Okay, Beate, akzeptiert. Trotzdem habe ich ein Verständnisproblem. Wie kann CO2 als zweitstärkstes Treibhausgas nur eine unmaßgeblich kleine Erwärmungswirkung haben? Wir haben jetzt ein Drittel mehr CO2 in der Luft und ein Ende ist nicht in Sicht, oder? Gleich zwei Fragen, Anton. Welche soll ich zuerst beantworten? Dann starten wir mit der CO2-Zunahme in der Luft. Weil ich das Gefühl habe, dass du dich um den Treibhauseffekt so etwas herumdrückst, oder? Ja, du hast recht, Anton. Aber das hat auch seine Gründe. Man sollte nämlich zuerst alle Fakten kennen. Nun also zuerst zur CO2-Zunahme und dann zum Treibhauseffekt. Menschengemachtes CO2 kommt überwiegend aus der Kohleverbrennung. Durch mehr CO2 in der Luft ist die Welt grüner geworden. Du erinnerst dich sicher noch an das Bild hier. Aber schon heute gelangt nur noch die Hälfte des menschengemachten CO2 in die Luft. Die andere Hälfte geht zu etwa gleichen Anteilen in den Ozean und in die Pflanzen. Ozean und Pflanzen nehmen seit der Industrialisierung immer mehr CO2 auf. In die Luft geht relativ immer weniger. Ja, aber wie kommt es zu dieser Verteilung, Beate? Das verstehe ich nicht. Der Grund ist einfach, Anton. Weil der Ozean etwa 45 Mal mehr CO2 als die Luft enthält, spürt er das menschengemachte CO2 kaum. Die Luft spürt es aber sehr wohl. Der Fachbegriff dafür ist Partialdruck des CO2. Durch die menschengemachten CO2-Emissionen steigt er in der Luft laufend an. Im Ozean bleibt er aber praktisch gleich. Es entsteht eine unnatürliche Partialdruckdifferenz zwischen Luft und Ozean. Und was passiert dann? Der höhere Partialdruck der Luft drückt immer mehr CO2 in den Ozean und das Pflanzenwachstum. Sie werden allmählich zu den Hauptabnehmern von menschengemachtem CO2. Aber nur so lange, wie die Kohleverbrennung noch zunimmt. Die CO2-Emissionen werden einen Höhepunkt erreichen und abnehmen, wenn das Verbrennen von schwindender Kohle zu teuer wird. In einer Fachpublikation wurde geschätzt, wie groß die CO2-Konzentration der Luft höchstens werden kann. Es ist nur das Doppelte des aktuellen CO2-Gehalts der Luft. Dann ist also Entwarnung in Sachen CO2 angesagt. Ja, Anton, absolut. Die Menschheit hat sowieso noch nie eine Ressource völlig aufgebraucht und stand dann dumm da. Lange davor wird regelmäßig eine andere Ressource oder ein neues technisches Verfahren entdeckt. Die Steinzeit, die ging ja auch nicht einfach zu Ende, weil es keine Steine mehr gab. Kohle, Erdöl und Gas wird es genauso ergehen. Das klingt gut. Ja, und jetzt zur Kernfrage. Warum hat CO2 als zweitstärkstes Treibhausgas plötzlich nur einen geringen Erwärmungseffekt? Das Wörtchen zusätzlich ist es, Anton. Die Erwärmungswirkung von zusätzlichem CO2 in der Luft ist eine ganz andere als die des bereits vorhandenen CO2. Und um das zu verstehen, muss man sich den Treibhauseffekt und die spektralen Eigenschaften des CO2 näher ansehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Hier, nur stark vereinfacht, Anton. Die Sonnenstrahlen durchqueren die Atmosphäre fast ungehindert. Sie erwärmen den Erdboden und der wiederum die bodennahe Luft durch Kontakt,
auf minus 18 Grad. Das vom erwärmten Erdboden ausgestrahlte Infrarot wird von den Treibhausgasen aufgehalten. Die Treibhausgasmoleküle werden in Schwingungen versetzt und strahlen ihrerseits neues Infrarot aus. Den zum Erdboden zurückgestrahlten Anteil davon nennt man Gegenstrahlung. Sie ist messbar und wird vom Erdboden absorbiert. Diese Energieaufnahme führt zu einer zusätzlichen Erwärmung des Bodens verglichen mit einer Atmosphäre ohne Treibhausgase. Ja, und wie groß ist die? Theoretische 30 bis 33 Grad Celsius. Hat aber alles noch nichts mit den Menschen zu tun. Die menschengemachte Erwärmung kann nur durch das von ihm zusätzlich in die Luft gebrachte CO2 erfolgen. Und die beträgt nur etwa 1 Grad Celsius bei jeder weiteren Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Luft. Also 1 Grad bei Verdoppelung und wieder 1 Grad bei Vervierfachung. So gibt es das IPCC an. Der Wert ist so klein, weil das bereits vorhandene CO2 in der Luft schon fast alles Infrarot zurückhält. Man bezeichnet die globale Temperaturerhöhung infolge jeder CO2-Verdoppelung als Klimasensitivität. Ja, entsprechen denn deine Schilderungen dem Stand der Fachwissenschaft? Claro, steht schon in Physiklehrbüchern. Aber die 1 Grad Klimasensitivität ist nur die halbe Miete. Schade, da muss ich wohl noch weiter lernen. Ja, Anton, denn die komplexen Vorgänge in der Atmosphäre wie Kondensation, Konvektion, Wolkenbildung und anderes mehr, die sind in der einfachen Theorie noch gar nicht berücksichtigt. Sie können die Klimasensitivität erhöhen oder auch verringern. Der Wasserdampf als stärkstes Treibhausgas ist jetzt maßgebend, nicht mehr das CO2. Höhere Temperaturen erzeugen mehr Wasserdampf aus dem Ozean. Dadurch könnte die Erwärmung noch größer werden. Mehr Wasserdampf bildet aber auch mehr Wolken und das könnte abkühlen, denn Wolken halten das Sonnenlicht ab. Spannend. Und was passiert tatsächlich? Abkühlung. Für Verstärkung fehlt jeder Hinweis aus Messungen. Der Wasserdampf der Atmosphäre hätte nach der Verstärkungshypothese zunehmen müssen. Hat er aber nicht. Noch schlimmer ist aber das Fehlen des sogenannten Hotspots, das ist eine geforderte Erwärmung in einigen Kilometern Höhe über dem Tropengürtel. Dieser Hotspot ist in den Messungen nicht auffindbar. All das passt übrigens zur Tendenz der Natur, bei noch so starken Klimaschwankungen wieder ein Gleichgewicht anzustreben. Ist damit also die Klimakatastrophe vom Tisch? Definitiv, ja. Eine jüngste Fachpublikation hat gezeigt, dass die Klimasensitivität fast mit jeder neuen Veröffentlichung kleiner wurde. Heute liegt sie bei grob 0,6 Grad Celsius. Sogar das IPCC gibt inzwischen zumindest zu, die Klimasensitivität sei unbekannt. Steht im Bericht für Politiker von 2013. Hier. Der Spuk einer gefährlichen, menschgemachten Erwärmung ist vorbei. Ob nun 0,6 Grad Celsius oder sogar null ist, völlig unerheblich. Hier dürfen sich die Puristen streiten. Die Katastrophentrompeter müssen sich ja den anderen Weltuntergang aussuchen. Dann kann man doch die Predigten über Klimakatastrophen gar nicht mehr ernst nehmen. Wie rechtfertigen die Katastrophentrompeter ihre Warnung denn überhaupt noch? Mit Klimamodellen. Sind die so etwas wie größere Wettermodelle? Aber Wetter kann man doch höchstens 1 bis 2 Wochen vorhersagen, das weiß doch jedes Kind. Sind Klimamodelle besser oder? Nein, sind sie nicht. Sie können bis heute weder die Klimavergangenheit noch die Gegenwart ohne künstliche Korrekturen wiedergeben. Hier auf diesem Bild siehst du, wie schlecht Klimamodelle die Realität beschreiben. Die dicke rote Linie ist der Mittelwert aller Modelle. Die blauen und grünen Punkte sind Satelliten- und Ballonmessungen. Noch nicht einmal den nächsten El Niño können Klimamodelle vorhersagen. Der bekannte Modellierer Professor Mujib Latif verkündete im Jahr 2000 im Spiegel, es würde keine deutschen Winter mit Schnee mehr geben. Ja, ich erinnere mich. Nach dem vielen Schnee in den nächsten Wintern wurde es um seine Vorhersage sehr, sehr ruhig. Einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts sagte einmal zu Modellen, es kann noch so elegant und noch so perfekt sein, wenn es die Messungen nicht wiedergibt, ist es falsch. Du hast ja gesehen, dass die Ergebnisse von Klimamodellen wie ein Lämmerschwanz wackeln. Sie sind falsch. Also kompletter Unsinn? Nein, Anton, für die seriöse Klimaforschung sind sie schon wertvolle Hilfsmittel. Bloß Vorhersagen der Klimazukunft darf man mit ihnen nicht machen. Das prinzipielle mathematische Problem von Wetter- und Klimamodellen ist Chaos. Beliebig kleine Änderungen in den Eingangsdaten führen nach einiger Zeit unvermeidbar zu beliebig hohen Ergebnisabweichungen.
Der liebe Gott sorgt schon dafür, dass wir ihm nicht zu weit in die Karten schauen. Ja, dann sind wir jetzt ja fertig, oder? Mhm, das sind wir. Ich kann höchstens zum Schluss nochmal den Advocatus Diaboli spielen und die schlimmsten Projektionen der Klimamodelle einfach mal als realistisch annehmen. Aber daraus folgt auch nichts. Deutschland spielt global keine Rolle. CO2-Einsparungen an unseren 2% aller globalen CO2-Emissionen kann man vergessen. Niemand wird China oder Indien von der Kohleverbrennung abbringen. Die brauchen industrielle Entwicklung um jeden Preis. Wir können nur fragwürdiges Vorbild sein und unsere Industrie durch CO2-Vermeidung umbringen. Also was tun? Endlich wieder den Verstand einschalten. Klimaschutz ist sachlicher Müll und daher schnellstmöglich zu entsorgen. Der jetzt schon angerichtete Schaden darf nicht gänzlich katastrophal werden. Damit ist das Klimagespräch von Anton und Beate zu Ende.